Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy VII Remake. Ja, ich habe mich mal bis zum Weimarkt vorgekämpft, also Kapitel 9. Und man muss bestimmte Bedingungen erfüllen und damit fangen wir direkt an bei Chocobo Sam. Weißt du vielleicht? Ich habe keine Zeit. Wir haben noch weniger. Willst du es drauf anlegen, was? Was ist hier los? Seid ihr neu in der Stadt? Macht mir bloß keinen Ärger. Wir suchen die junge Frau. Mhm. Und wollt ihr mir auch... Wir wollen sie befreien. Weil er sich total in sie verknallt hat. Hä? Na, wenn das kein ernstzunehmender Notfall ist, kannst du sie mir... Genauer? Okay, dann müssen wir antworten. Sie ist schick. Sie ist schick. Schick? Du redest doch nicht etwa von Tee? Genau. Oh je. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Warum das? Weil sie was... Deshalb wurde sie... Eine Braut? So nennt Corneo. Und Tifa wird als ein Lang... Du wirst dich da... Und wo ist diese... Hey, mit sowas will ich... Oh je. Dann müssen wir uns wohl erst einmal in der Stadt umsehen. So. Dann müssen wir erstmal die Hauptquest folgen. Quick. So, den sprechen wir nicht an. Hey, willst du ein Set kaufen? Ach Gott, das hat mich selber irritiert. Genau, erstmal hier durchlaufen. So. So, Johnny ignorieren wir jetzt mal. Sieh mal da! Ziemlich protzig. Das muss Corneos Villa sein. Ja. Hey! Wir suchen jemanden. Ist das das Erste? Und wenn es so wäre? In die Villa kommt nie... Okay, lässt... Für Frauen ist es... Aber Leslie... Ganz brauchbar. Ganz brauchbar. Könnt ihr da echt... Ist dir eigentlich... Eris? Komm schon, Leslie! Cloud! Ein andermal. Ein Empfehlung? Auf dem Wallmarkt. Sam, der Typ mit den Schok... Madame M. und Anjan. Der allesamt etwas eigen... Verstehe. Aber ja... So. Dann müssen wir zu Sam zurück. Eris. Was willst du? Was wollt ihr denn schon wieder? Also eins kann ich sagen, wenn es nochmal um dasselbe geht, könnt ihr gleich wieder gehen. Ach, der Johnny. Nein, warten Sie. Hä? Würden Sie das tun? Okay. Wirklich? Klar, kein Problem. Es muss aber für dieses Mal. Dieses Mal? Aber vielleicht entscheiden. Du willst also und? Unbedingt. Gut, spielen wir. Also, Revers oder Avers? Wenn du gewinnst, gebe ich dir da eine Empfehlung. Aber wenn du verlierst, dann verzieht ihr euch. Nehmen wir aufhören. Ich steig aus. Was denn? Kneifst du etwa? Okay, Avers! Hä? Hm? Schade. Revers. Hm. Nun,
Wenn ich ehrlich bin, ist das Mädchen zwar süß, aber nicht gerade Corneos Typ. Wenn ihr euer Glück trotzdem versuchen wollt, dann fragt die anderen Vertrauten. Nicht umsonst gibt es schließlich drei von uns. Viel Glück. Warte. Lass mich mal die Münze sehen. Dachte ich's mir doch. Die Münze ist gezinkt. Wie unfair! Willkommen auf dem Wallmarkt. So läuft's hier wohl. Da-dum. Nicht mit mir! Okay. Jetzt müssen wir zu Madame M. Okay, jetzt zum Honigtöpfchen. Verdammt. Ich wollte doch eigentlich mit Anja reden. Aber die Versuchung war einfach zu groß. Ich gehe rein und frag nach. Warum denn du allein? Aber ja, dafür war es echt der Wahnsinn. Ja, die kleinen Honigbienchen. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht behilflich sein kann. Okay, jetzt können wir dort zurück zu Madame. Und jetzt schon wieder. Willkommen im Reich der Entspannung. Ihr seid zu zweit. Tretet näher. Okay, welches Fingerchen ist denn besonders verspannt? Verspannt? Ach so, ihr seid zum ersten Mal hier. Ich bin auf Handmassagen spezialisiert. Mit steifen Fingern kann man schließlich nur schwerlich sein ganzes Vermögen zählen. Deshalb kommen die Leute zu mir und lassen sich von mir verwöhnen. Mit meinen zarten Händen reibe ich meinen Kunden die Sorgen von der Seele. In diesem Sinne, was kann ich euch Liebenden heute wohl Gutes tun? Wir brauchen keine Massage. Wie na klar, brauchen wir die. Es ist so, ich möchte bei Don Corneo vorstellig Junge werden. Und Fräulein, nicht so vorlaut. Hab ich dir etwa das Wort erteilt? Oh. Warum muss immer mir das passieren? Denkst wohl, du kommst mit allem durch, weil deine Brüste noch Richtung Platte zeigen. Also, ihr wollt was? Von mir? Dann hört mal gut zu. Ich führe hier ein Geschäft. Ich bin kein Wohlfahrtsverein. Was soll ich mit euch, wenn ihr keine Kunden seid? Unverschämtheit! Wenn ihr was von mir wollt, dann bestellt euch gefälligst vorher eine Massage oder ist Anstand euch völlig fremd? Hä? Ey, Kleiner, wie heißt du? Cloud Strife. Ipfelchen. Wird's bald? Oh.
die mächtige Hand eines Kriegers. So stark und so geschickt. Also schön, Claude. Dann zeig mal etwas guten Willen. Was auch immer ihr wollt, kommt danach. So, welches Verwöhnprogramm? Natürlich die Premium-Massage. Dann nimm mal brav auf der Liege. Claude! Meine betuchte Kundschaft bekommt eine ganz spezielle Behandlung. Erst einmal werde ich deine Hand einen Finger nach dem anderen sanft und zärtlich mit Massageöl einreiben. Ich fange mit den Fingerspitzen an. Komm schon, entspann dich. Ich bin noch ganz vorsichtig. Nanu, hat's wehgetan? Nein. Als nächstes widme ich mich deinen steifen Knöchelchen. Alles, was sich so angestaut hat, reiben wir ganz sanft weg. Warum denn so schüchtern? Du kannst ruhig alles rauslassen. Als letztes werde ich die Druckpunkte auf deiner Hand ganz zart und behutsam stimulieren. Aha, dir gefällt's wohl. Klingt jedenfalls so. Fühlt sich diese Stelle gut an? Und wie ist's hier? Oder doch lieber hier? Ach, das ist so zweideutig. Na, war das schön? Schau gerne mal wieder rein. Ja. Und, wie war's? Hm? Bist du okay? Ja. Claude, was ist los? Gar nichts. Mach mir nichts vor. Da kann man sich dran gewöhnen, was? Also gut. Du hast bewiesen, dass es dir ernst ist. Ja? Dann lass doch einfach mal eure Bitte hören. Ich brauche eine Empfehlung für Don... Also wirklich? Du? Na. Wirklich? Allerdings hast du mit dem... Hä? Wenn ich Corneo einlande, sinkt sein Vertrauen in mich als recht. Ist mein Kleid wirklich so schlimm? Jetzt muss man sagen, wenn sie das sagt. Wenn sie das sagt. Also, mir gefällt's. Wenn ihr turteln wollt, dann macht das bitte draußen, okay? Entschuldigung, aber wo kriege ich denn jetzt ein anderes Kleid her? Keine Sorge, Schätzchen. Ich werde schon was für dich finden, mit dem du Corneos Herz zum Rasen bringst. Natürlich nur, wenn du es bezahlen kannst. Was soll's kosten? 1 Million. Wobei ich natürlich weiß, dass ihr armen Schlucker... Nett wie ich bin, habe ich aber ein Angebot... Hä? In diesem Viertel gibt es ein Unter... Und wenn du gewinnst, dann mache ich aus deiner Frau... Gibt es ein Preisgeld? Ja, für mich als deine Patronin schon. In Ordnung. Guter Junge. Hier, für dich. Die Registrierung hat schon begonnen. Husch lieber schnell rüber. Jetzt müssen wir noch die Kämpfe machen. Na super. Was für ein Wettkampf das wohl ist? Wir sind auf dem Ballmarkt. Die sind sicher nicht zimperlich. Denkst du, dass wir gewinnen können? Darum mache ich mir keine Sorgen. Selbstvertrauen ist gut, aber nimm das nicht auf die leichte Schulter. Herzlich willkommen zum Corneo. Achso, und schon vorbei. Dann sollte ich
Cloud auch mit Gebet ausrüsten? Maybe. Ja, mach ich Barriere weg und mach Gebet rein. Was? Du willst jetzt doch mitmachen? Nein, nur ich. Ich mache auch mit. Die Empfehlung ist schließlich. Na dann, ihr beiden. Das Wartezimmer befindet sich. Ah, natürlich habe ich es ganz normal auch schwer gemacht. Ja, es wird ja wieder ein Kampf gegen, vor allem gegen das Haus. Aber vielleicht klappt es jetzt besser. Wir haben ja jetzt ja Götter Dämmerung. Das geht weiter runter, als ich gedacht habe. Wir wohl noch fahren müssen? Was meinst du, wie viele Leute antreten? Cloud, bist du aufgeregt? Nein. Ich dachte nur, weil du so wenig redest. Ich konzentriere mich nur. Solltest du auch. Los, hier geht's lang. Macht schon. So, dann wollen wir direkt weitermachen. Nicht so ungeduldig. Ihr seid noch nicht dran. Wartet hier, bis man euch auf. Sind wir jetzt dran? Nicht so ungeduldig. Ihr seid noch nicht dran. Hämmung. Ach, wir müssen das mit den Typen sprechen. Das Wartezimmer. Oder? Rein mit euch. Ja, haben wir. Oh, ich kann mega drauf kaufen. Jetzt irgendwas verpasst oder ist jetzt wieder so ein Bug? Ach. Wie siehst du denn aus? Ich brauchte etwas Geld und ihr habt ja keine Ahnung. Wenn ich euch einen guten Rat gebe. Ah, jetzt. Achtung, Team Cloud, bitte kommen Sie zum Ein. Jetzt könnten wir noch davonlaufen. Nö, direkt in den Kampf rein. So, ab geht's. Seid ihr bereit? Na klar. Passt auf, dass ihr nicht verreckt da draußen. Okay, als nächstes. Ja, das ging schnell. Das Blatt hat sich mit einem großen Knall gewendet. Der Sieg geht. Schlag mich tot. Alles glaubbar. Glaubt an es. Die erste
sollten wir... Ist was? Die Regeln sind sehr biegsam. Stimmt. Ich... Darauf würde ich nicht bauen. Lass uns wachsam bleiben. Nicht so ungeduldig. Ihr seid noch nicht dran. Muss jetzt wieder reingehen. Müssen wir uns eigentlich heilen? Achtung, Team Cloud und Aeris. Ihr Match beginnt in Kürze. Bitte kommen Sie zum Eingangstor. Habt ihr ja noch mal Glück. Seid ihr bereit? Na, Logo. Na dann, Hals- und Beinbruch. Und weiter geht's. Der zweite Kampf. Ach, das waren die. Nicht übertreiben. Ich leg los. Und direkt weitermachen. Jetzt haben wir auch noch gut, Leute. Ich bin bereit. Scheiße! Verschwinde! Das Zeug ist sowas von... Das wird doch nichts. Bleib mir verbleib! Komm schon! Geheilt waren wir jetzt nicht, oder? Nö. Team Cloud und Aeris, das Finale beginnt in Kürze. Bitte begeben Sie sich zum Eingangstor. Meinen größten Respekt. Jetzt kommt das Finale. Seid ihr bereit? Jo. Ich habe auf euch gewettet, Leute, also lasst mich nicht hängen. Das war noch nicht das richtige Finale. Verehrtes Publikum, wir haben Sie lange genug auf die Folge. Ah, ihr hättet hier gewettet gegeben, ne? Okay. Ist ja leider nicht mehr schockanfällig. So, dann Wegschreiber Vergeltung. Ups.
Gehen wir doch mal auf den hier direkt. Auf der Schau. Und eine Selbstzerstörung. Gott. Element checken würde ich natürlich machen. Es fehlt nur noch das Haus. Lade. Also dann, viel Glück. Füllt meine Taschen brav. Bevor ich weitermache, bedanke ich mich fürs Zugucken. Vergesst nicht zu abonnieren, klickt auf die Glocke und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.